Willkommen im Vegan Podcast. Du möchtest abnehmen, sexy aussehen und fit sein? Passend zu unserer derzeit laufenden Abnehmen Live Challenge mit Christian Wenzel persönlich teilen wir mit euch jetzt hier in dieser Podcast-Episode unser Lady Special aus 2017 mit den besten Tipps von unseren Ernährungs- und Fitness-Expertinnen, sodass auch du zu deinem Wohlfühlgewicht gelangst. Erfahre mehr über die Live Challenge unter www.vegan-athletes.com/abnehmen-live. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Christian, euer Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu diesem Ladies Special. 10 Tage, 10 Minuten mit zwei wunderbaren Frauen, die das Thema Ernährung und Fitness abdecken, sodass du dich nicht nur jung fühlst, sondern auch jung aussiehst, sexy aussiehst und ja, immer fit bleibst. Und heute haben wir, wie in den letzten 3 Episoden auch schon, die Anna Meinert zu Gast. Die ist Diplom-Ernährungscoaching. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian. Ja, sehr gerne. Du hast schon 3 Hammer-Episoden rausgehauen. Ein Highlight der letzten Episode war absolut das Thema, dass Essen eben auch Energie hat und wir energetische Schwingungen dort mitessen und dass es absolut empfehlenswert ist, sein Essen selber zuzubereiten und das dann eben auch schon beim Abnehmen hilft. Und wir haben sehr, sehr viel über das Abnehmen gesprochen. Du hast sehr gute Tipps gegeben. Wer die nochmal nachhören will, einfach die letzten 3 Episoden runterladen. Und heute gehen wir mal auf das Thema, was eben auch sehr wichtig ist. Ja, jung bleiben und jung aussehen. Wie kann da die Ernährung helfen, liebe Anna? Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung, lieber Christian. Und hallo, liebe Lady, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie kann das aussehen? Wie kann ich durch gesunde Ernährung den Profit bekommen, gut und jung auszusehen? Ja, das ist natürlich auch schon vielen bewusst und trotzdem hapert es dann doch immer wieder an der Umsetzung. Da geht es natürlich darum, dass wir den Frischeanteil in der Nahrung erhöhen, dass wir darauf achten, dass wir besonders Lebensmittel, Nahrungsmittel zu uns nehmen, die einen hohen Nährstoff, eine hohe Nährstoffdichte haben. Und da ist natürlich ein mega Begriff, den jetzt jeder auch mittlerweile kennt, sind diese Superfoods. Auch wieder so ein bisschen ein Hype, weil es wird einfach alles gehypt, damit man Geld draus machen kann, aber durchaus sinnvoll, wenn man sich anschaut, was da alles hintersteckt. Man muss nicht immer die Chiasamen aus Südamerika holen. Man kann sich auch Leinsamen zum Beispiel holen. Da sind auch die wunderbaren Omega-3-Fettsäuren drin, die dazu beitragen, dass wir ein ausgewogenes Nährstoffverhältnis aufnehmen, die dazu beitragen, die Gelenke zu schmieren, die Haut geschmeidig zu halten. Und natürlich, dann haben wir die Beerenfrüchte zum Beispiel, mittlerweile die Cranberry, die Aronia-Beere. Da gibt's aber auch die ganzen heimischen. Wir gucken immer nur, was gibt's Neues, aber Johannisbeeren und Himbeeren, alles, was wir vor der Tür haben, das hat genauso wundervolle Nährstoffe und hohe Vitamingehalte, hohe Werte an Antioxidantien. Und für die, die mit diesem Wort nichts anfangen können, Antioxidantien sind Begleitstoffe, also meistens in Form von Farbstoffen in den Früchten enthalten und in dem Gemüse, die dazu verhelfen, dass die Vitamine optimal aufgenommen werden und die uns wirklich richtig Energie bringen können, die helfen, freie Radikale abzufangen im Organismus und durch den Stress, den wir heute haben, nicht nur den, den wir in uns tragen durch unsere Arbeit, den wir uns selber machen, sondern auch um der Stress der Umwelteinflüsse. Ja, wir haben extrem hohe CO2-Werte in den Städten, in der Luft. Wir sind permanent der Strahlung von den Handys und den ganzen Elektrosmog ausgesetzt. Das sind alles Einflüsse, die bedeuten Stress für den Körper. Das wiederum bewirkt eine frühzeitige Alterung der Hautzellen zum Beispiel. Und da können wir entgegenwirken, indem wir eben so wunderbare Nahrungsmittel zu uns nehmen, die hohe Antioxidantienwerte haben, wie eben schon erwähnt, die ganzen Beerenfrüchte zum Beispiel.
Und die helfen dann, diese freie Radikal abzufangen, damit der Körper dann eben, es ist so, das freie Radikal, das ist, wie es ja schon sagt, ein Radikal und das reißt einfach willkürlich alle Zellen den Sauerstoff weg und die Antioxidantien, die blockieren die freien Radikale und hemmen dadurch diese schädliche Wirkung. Eine hohe freie Radikale Zahl bewirkt auch, dass man anfälliger für Krebserkrankungen ist und so weiter. Also das heißt, das ist durchaus präventiv auch gegen Krebserkrankungen und auch alle degenerierten Krankheiten, also alle, die den Stoffwechsel irgendwie betreffen. Und auch das Altern, das ist ja einfach wichtig, dass wir da aus dem Jungbrunnen der Ernährung schöpfen, ja, und genau, das machen wir einfach, indem wir viel frische Lebensmittel und also am besten auch saisonal und regional, da sind nämlich die höchsten Vitamin- und Antioxidantienwerte enthalten und natürlich auch biologisch. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir zu teuer, dann ist der erste Schritt aber definitiv regional, saisonal und frisch, so frisch wie möglich. Da hat man dann die meiste Power von. Und die dann am besten auch nicht zu stark jetzt irgendwie verändern, indem ich sie jetzt bei Apfel jetzt beispielsweise, indem ich dann einen Apfelmus daraus mache, sondern ich gehe davon aus, dass die so unverarbeitet wie möglich am besten gegessen werden sollen. Ja, das ist eine Theorie. Also ne, die Rohköstler zum Beispiel, die strahlen ja, wenn man die sieht, in der Regel wirkliche Lebensfreude aus, die haben wirklich viel Energie und trotzdem, wenn man sich jetzt das Ayurvedische anschaut, die ja auch viel über die Wärme machen, also viel gekochte Lebensmittel zu sich nehmen und die Ernährung auch so ein bisschen als Medizin nutzen, ist dieser hohe Rohkostanteil nicht zu jeder Tageszeit empfehlenswert und auch nicht in jeder Jahreszeit. Und auch nicht für jeden Stoffwechseltypen. Also da muss man dann auch wieder genau hinschauen. Es ist tatsächlich so, sich mal ebenso nebenbei ernähren, wenn man optimal jung aussehen möchte, wenn man schlank bleiben möchte und wenn man gesund altern möchte, das ist eben nicht. Also Ernährung ist wirklich ein so breites Feld, das ist die Basis, auf die wir bauen sollten, um dann weiter nach draußen zu gehen letzten Endes. Deswegen ist es wirklich ein wichtiges Thema, heute stärker denn je, da wir eben, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, durch die Industrie so gelenkt werden und da so viele verarbeitete Lebensmittel haben, ist es heute einfach eine wichtige Stelle, Schraube, um wirklich gesund und fit und schön zu bleiben. Würdest du zum Abschluss jetzt nochmal sowas sagen? Vielleicht hast du ja für morgen Mittag, Abend so ganz kleine Rezeptideen, wie ich jetzt fit, schlank und jung aussehen kann. Einfach so 2-3 Rezepte, die dir spontan einfallen. Also man könnte zum Beispiel, wenn man morgens einen Smoothie trinkt, könnte man natürlich was auch super ist, Smoothie morgens ist eine wunderbare Sache, also viele Beerenfrüchte rein. Ich habe die dann zum Beispiel entweder pulverisiert, das ist nicht ganz so optimal, oder tiefkühl, wenn es jetzt gerade nicht die Saison ist. Dann, wenn man jetzt Müsli, eine Breakfast Bowl quasi nimmt, dann nimmt man halt, kann man Chiasamen mit reinnehmen. Man legt die über Nacht mit zum Beispiel Haferflocken in Wasser ein und morgens schneidet man sich dann frisches Obst der Saison damit hinein. Vielleicht noch einen kleinen Leinöl-Tropfen, um das ganze Verhältnis zu optimalisieren und ein paar Kerne, damit man auch ausreichend Eiweiß mit dabei hat. Und dann hat man ein gutes Frühstück schon. So zum Mittagessen, also mein Leitsatz ist tatsächlich auch immer viel frisch. Also ich liebe Salat, ich esse unglaublich gerne Brokkoli, genau wie du. Deswegen eigentlich müsste ich auch Mrs. Brokkoli heißen, aber der Name ist ja leider schon vergeben. Von daher, also ich vergeben. Ja. Und also immer ganz viel Gemüse, ganz viel, ich nehme viele Kerne, Nussmusse als Veganer, damit ich eben meine Mineralien bekomme, mein Calcium, mein Eisen und auch genug Eiweiß. Und so ein bisschen Kohlenhydrate, Vollkorn, damit man eben auch da die besten Stoffe rausholen kann aus dem Korn. Im Weißmehl ist nicht viel enthalten, außer Zucker. Das braucht man eigentlich gar nicht zu essen. Also dann isst man lieber nichts als Weißmehlprodukte. Und abends ja auch wieder eine große Portion Salat. Oder aber, wenn man das eben nicht
gut verdauen kann, dann abends, vielen liegt das dann doch abends schwer im Magen, dann würde ich eine Suppe empfehlen. Also, dass man viel Gemüse zusammenschnibbelt, vielleicht auch, so mache ich es, mittags mehr kocht und abends dann ein bisschen Kokosmilch da dran tut, nochmal ein paar andere Kräuter und dann püriere ich das und dann habe ich direkt nochmal was frisch selber zubereitet. Okay, es ist einmal aufgewärmt, aber trotzdem, so, ich kann nicht auch nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Es muss ja praktikabel bleiben und dann eben auf die Gemüse- und Obstsorten achten, die gerade Saison haben, weil die haben den höchsten Nährstoffgehalt. Super Tipps, liebe Anna. Wer noch mehr super Tipps von ihr wissen möchte, der holt sich ihr vierseitiges Ernährungscoaching to go für dich, liebe Zuhörerin, in diesem Special kostenfrei. Du findest das unter anna-meinert.de oder unter den Shownotes hier einfach auf deinem Handy links oder rechts tippen und die Shownotes anklicken. Dort findest du den direkten Link zum Ernährungscoaching und natürlich nochmal alle Informationen der heutigen Episode zusammengefasst. Ja, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Morgen haben wir die letzte Episode mit der Anna und da werden wir nochmal die ganzen Themen kurz zusammenfassen und auch das Thema angehen, wie nochmal der Stress Einfluss hat auf unser Aussehen und letztlich eben auch auf unsere Figur und ja, was vielleicht eben auch Meditation, Entspannung und so weiter bewirken kann. Das schauen wir uns vielleicht noch morgen an. Vielen Dank heute, Anna. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, gerne. Und liebe Zuhörerin, wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Du hast Woche für Woche die Chance, an der laufenden Live-Challenge teilzunehmen und das Rundum-Erfolgskonzept aus Training, Ernährung und Motivation, mit welchem wir schon hunderte Menschen zur nachhaltigen Gesundheit und Traumfigur verholfen haben, selbst zu erleben. Mit Bodyweight-Training, die du überall machen kannst und den leckersten veganen Rezepten schaffst du es auch ohne viel Mühe. Registriere dich unter www.vegan-athletes.com/abnehmen-live für einen der limitierten Plätze und erreiche jetzt deine Traumfigur.